Hey ho Leute und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, lang haben wir gewartet, doch jetzt ist es endlich da, das Frozen Wilds DLC. Das bedeutet natürlich, wir spielen wieder Horizon. Natürlich, also ich bin hier schon mal ein bisschen vorgereiht, damit wir nicht zu einen langen Fußweg haben. Ich kann mal kurz die Karte zeigen. Das ist ja die Map, die wir schon komplett aufgedeckt haben. Wir haben schon alle Quests gemacht, so ziemlich. Hier sind noch ein paar neue, aber das kam, glaube ich, das Frozen Wilds DLC dazu. Bin mir ziemlich sicher. Und dieses Gebiet hier oben ist komplett unerschlossen. Eine komplett neue Spielerfahrung, die vor uns liegt. Ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen zu laut eingestellt. Kann das sein? Ich weiß nicht. Egal, ich lasse einfach mal so. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut. Ich kann ja leiser reden. So, und genau hier haben wir schon die erste neue Quest, die uns wahrscheinlich hier hoch ins neue Gebiet führen wird. Die gibt es auch nur einen Langhals, den wir gerade, den wir nachher einnehmen können. Dann machen wir auf jeden Fall alles noch und ja. Wir sind hier beim Grabhort, war auch eine der finalen Quests im Hauptspiel. Und das letzte Mal, als wir hier waren, war hier Schluss. Hier war Sackgasse. Doch jetzt geht es hier doch noch ein Stückchen höher. Ist das der Weg zu ihrem Gebiet? Ist das der Weg zu ihrem Gebiet? Es könnte ganz gut sein. Wir speichern hier nochmal kurz schnell. Und dann würde ich sagen, brechen wir auf in ein neues Abenteuer. Und ja, ich habe so mega Bock drauf. Ohne Scheiß. Ich habe Horizon so mega vermisst. Ich habe extra das Spiel Plus, also das neue Spiel Plus nicht angefangen, weil ich Angst hatte, das nicht bis zum Release von Frozen Wilds durchzukriegen, denn man muss, glaube ich, die ersten zwei Drittel des Hauptspiels durchhaben, um überhaupt in dieses Gebiet kommen zu können. Warum, weiß ich nicht. Obwohl, doch, sonst kommt man nicht zu dem Grabhort. Na egal. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Für die Leute, die sich gerade wundern, wovon laber ich und so weiter, die sollten sich einfach mal die alten Folgen ansehen. Ja gut, ich gebe zu, wir sind über 90, glaube ich. Also wir sind in die 90er, glaube ich, reingerutscht. Aber waren wir in den 80ern? Ich weiß es nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und hier haben wir schon eine neue Quest. Hier wohl nicht aus, Jägerin. Das könnte sein. Du bist sehr weit entfernt von allem. Wo führt der Pfad hin? Mich führt er nach Süden. Fort von den Banuk. Jenseits des Grabhorts. Möge Banukai mich schützen. Das ist der schnellste Weg aus dem Schnitt. Und man muss nicht einmal durch Osseram-Gebiet hindurch. Und glaub mir, du willst schnell aus dem Schnitt heraus. Ich bin doch noch nicht einmal da. Warum sollte ich weg? Maschinenangriffe. Ein Fluch auf dem Berg. Das reicht, damit ich mich auf Meridian freue. Meridian? Erzähl mir doch ein bisschen was davon, meine Liebe. Du gehst nach Meridian? Ja. Ich gehe als Gesandte zum Hof des Kaja-Königs. Wollte sonst keiner machen. Ist halb so wild. Ich singe einfach Lieder aus Ban-Ur und die Kaja malen lustige Glyphen. Ich berichte von der Wut der Maschinen und der König bietet Weiterhilfe an, die Banuk ohnehin nicht annehmen werden. Weil der König ist cool. Ja, Avat. Avat hieß er, ne? Ja, Sonnenkönig Avat. Der ist cool. Also, da kannst du auf jeden Fall auf seine Hilfe gefasst sein. Ist ein netter Dude. Seltsame Maschinen und ein Fluch? Welche seltsamen Maschinen? Und was für ein Fluch? Sie sind zäher und rasender als alles im Süden, sagt man. Und vom Berg steigt Tag und Nacht Rauch auf, wie von einem Scheiterhaufen. Doch wie gesagt, ich bin nur auf Durchreise. Der Schnitt? Was ist das genau? Was ist der Schnitt für ein Gebiet? Es liegt am Ende von allem. Am Ende von Ban-Ur, am Ende der Berge und am Ende anderer Stammesgebiete. Im Krieg mit den Kaja hat er gelitten. Aber zuvor auch schon. Es ist wirklich ein Test, dort draußen zu überleben. Nicht gerade gemütlich. Ich verstehe, warum du weg willst. Ein neues Zuhause finde ich überall. Ja gut, dann wollen wir mal weiterziehen, meine Liebe. Tja, danke für die Warnung. Aber die Maschinen interessieren mich. Dann war die Warnung umsonst. Natürlich, ihr Abenteurer seid doch alle gleich. Viel Glück. Das werden wir höchstwahrscheinlich brauchen, nach dem, was du mir gerade erzählt hast. So, wir werden einfach mal weitergehen. Hier komme ich hoch, ne? Bestimmt. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Du schaust also immer noch nach mir. Ich dachte, dir reicht's. Entschuldige, dass mich das Schicksal der Welt immer noch interessiert. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm? Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Mich interessiert nicht die Vergangenheit, Aloy, sondern die Zukunft. Oder dass es vielleicht keine gibt. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Aber wie immer tust du,
was du willst. Zickig. Oh Gott, ich habe mich extra getraut, nicht zu springen, während das Gespräch noch läuft, falls ich sterbe. Aber wir haben es ja doch überlebt. Der Silence funkt uns also immer noch an. Nach all dem, was wir über ihn herausgefunden haben in der jenen vorletzten Episode. Obwohl, nee, ist glaube ich ein paar Episoden länger her, aber im Finale der Hauptquest, im Abspann. Was wir da vom lieben Silence erfahren haben, das hat uns doch ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren lassen. So, Heilmittel sind immer ganz nice, deswegen nehme ich die auf jeden Fall mit. Wir werden sie auf jeden Fall brauchen, bin ich mir ziemlich sicher. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Wie viel haben die denn? Hä? Das waren doch nur ein paar Heilkräuter. Warum füllen die so viel vom Medizinbeutel auf? Also ich glaube da nichts gegen. Wahrscheinlich ist es extra so, damit man ein bisschen Heilkraut dabei hat, weil wahrscheinlich die krassesten Maschinen gleich kommen werden. Also es wurde auch gesagt, dass dieses DLC sich an erfahrene Spieler und nicht an Neulinge wendet. Das ist der neue Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Dämonischer Versänger? Schwäche Feuer. Ja gut, Schwäche Feuer, da kann ich was bieten. Das ist okay. Du Schwäche Feuer, dann machen wir das. Dann kriegst du ein paar Feuerschleudern ab. Bitteschön. Fangen wir endlich an. Ich hab keine Ahnung, wie schnell der Tutti ist. Ich werde einfach mal bombardieren. Oh Gott. Oh Gott. Steigen wir mal. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Wenn du willst, ich bin vorbereitet. Komm her. Oh shit. Der hat ordentlich Bums und ich komme hier nicht weg. Kumpel, lass das. Getroffen. Wow, und durchgerollt. Nice. Und auf den nächsten Kanister zielen. So, gleich hast du keinen Treibstoff mehr für deine scheiß Flammenangriffe. Oh shit. Da konnte ich nicht weiter zielen. Oh Gott, ist der krass. Ich verstehe langsam, warum sich das Obst an erfahrene Spieler wendet. Oh Gott, lass mich weg. Nein, nicht festhalten, lass das. Oh Gott, das funktioniert so nicht. Leute, wir müssen umschulen. Das funktioniert so nicht. Eis. Wow. Das war knapp, du. Ich weiß zwar, es ist nicht ganz so effektiv bei dir. Aber wenn ich dich eingefroren kriege. Oh Gott! Ich muss die Donner. Mal kurz! So! Und drauf! Und drauf! Und drauf! Oh Gott! Mein Dreifachschutz hat's hinbekommen! Oh Gott, wie krass war denn diese Maschine? Und ich sehe gerade in der Aufnahme, dass ich mega besteuere. Warte mal kurz die Stelle drunter. So. Sorry, wenn ich ein bisschen übersteuert habe, aber tut mir leid. Hier stehen wir auf 50. So. Warte kurz. Ich stelle die Aufnahme um. Haben wir 49 und auf... ich mache alle mal ein kurzes Stückchen leiser. So, jetzt sollte ich nicht übersteuern, selbst wenn ich rumschreie. Mein Mikrofon fegelt das meistens ab, aber... Oh Gott, wie krass war denn das Teil, bitte? Ja, gut. Es richtet sich an erfahrene Spieler. Ich spiele übrigens immer noch... Wie sämtliche Winter auf einmal. Ja. So ist das Gebiet hier. Also, ich sag mal so. Dass es sich an erfahrene Spieler wendet, ist klar. War das jetzt schon krasser oder gibt's jetzt, ist das noch ein Spiel hier, die Maschine hier? Aber ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach mal ein bisschen weitergehen. Die ist wirklich fucking kalt, ne, Aloy? Die ist wirklich fucking kalt. Warte mal kurz. So. Nimm mal kurz einen Eistrank. Ich weiß zwar, der bringt sie zwar nichts, aber wir nehmen ihn einfach mal symbolisch. Warte mal. Fällt gerade was ein. Guck mal auf die Karte. Quest hier unten. Haben wir die denn jetzt angenommen? Was ist das hier? Okay, kann ich die Quest denn auch markieren? Haupt. Ne, die drohende Stadt. Auf in die eisige Wildnis. Die will ich markiert haben. Nach der will ich mich richten. So, erkunde den Schnitt. Also, wenn das hier nur ein Spiel war, diese Maschine gerade, dann haben wir ein Problem.
Also das Feuer am Anfang hat dir ganz gut Schaden gemacht. Eigentlich dachte ich, dass ich mit dem Einfrieren... Ayla, du frisst ja wirklich, ne? Eigentlich dachte ich, dass wir... Mir fällt doch gerade was auf. Ich glaube, ich kenne den Grund, warum wir gerade so abverkackt haben. Wieso? Wieso habe ich die ausgestoßenen Rüstungen an? Was soll das? Banuk Eisjägerin, Karte Feuerwappen. Außerraum, Schildweber. Karcher Feuerwappen würde ja, ist ja im Moment meine Lieblingsrüstung gewesen, auch am Ende. Aber da wir hier im Schneegebiet sind, würde ich auf die Banuk Eisjägerin tippen, dass wir die nehmen, oder? Schildweberin. Das ist, die Schildweberin-Rüstung will ich eigentlich gar nicht hier nehmen. Die ist mir eigentlich zu OP, da habe ich keine Herausforderung mehr. Aber wir ziehen uns auf jeden Fall mal eine Rüstung an. Hätten wir jetzt die Rüstung angehabt, hätten wir auf jeden Fall nicht so abgekackt. Oh Gott. Ich kann mich noch erinnern an die letzte Folge, an wirklich die allerletzte Folge. Ich weiß nicht, ich war glaube ich Folge 99 oder so, habe ich sie extra so genannt. Da habe ich ja absichtlich das ausgestoßene Outfit, also das Outfit von ganz am Anfang von diesem Abenteuer angezogen, um symbolisch so zu gehen, wie wir begonnen haben. Nur blöd, dass ich jetzt in ein neues Abenteuer starte und die immer noch anhabe und nicht meine Rüstung, die ich mir hart erfarmt habe. Was sind das hier für Klänge? Das macht mich gerade scheiße nervös. Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Ich bin nett. Peace, ich komme in Frieden. Hallo. Ich scanne mal die Umgebung. Ist doch niemand. Ich geh mal hoch. Leute, ich komme in Frieden. Ich habe eine Banuk-Rüstung an. Das ist eigentlich eure Rüstung hier. Ey, Leute, du solltest eigentlich nicht frieren. Du hast Pelz an. Also, ist besser als gar nichts, oder? The Frozen Wilds. Oh Gott, schön. Jetzt geht los. Oh Gott, ich habe gerade Gänsehaut. Ich weiß auch nicht. Einfach weil dieses Icon aufgeploppt ist. So, jetzt sind wir wirklich direkt im neuen Abenteuer. Und ich finde den Durchgang hier. Die Musik im Hintergrund finde ich auch episch. Ich hoffe, die ist laut genug und man hört sie ganz gut. Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Mir ist vom Klettern warm genug. Ist nicht so unfreundlich werden. Könnt ihr mir auch einen Pelzmantel anbieten, wenn ihr gute Gastgeber wärt. Aber das seid ihr anscheinend nicht. Sondern erkunden wir mal das Dorf. Ich hoffe natürlich, dass ich alle Soundeinstellungen und so weiter richtig getroffen habe. So wie beim letzten Mal. Ich habe aber ziemlich viel zwischendurch aufgenommen. Du hast zum Schnitt geschafft, Freunde. Aber du bleibst nicht lang. Was? Warum? Das ist Sangesgrund, die größte Siedlung im Schnitt. Ich könnte selber einen Schnitt haben. Ja. Alter, was ist das denn? Das ist ein Vulkan oder so? Das ist ein Vulkan. Wie krass ist das denn? Das sieht ja mega aus. Mega krass. Warte mal kurz. Ich habe kurz das Spiel noch ein Tickchen lauter gemacht, denn ich spiele gerade ein bisschen mit den Soundeinstellungen. In der ersten Folge, also in dieser Folge hier, die ihr gerade abguckt, kann es sein, dass die Soundqualität, also nicht die Soundqualität, aber... Mögen die Lieder der Verlorenen auf ewig nachklingen. Dankeschön. Also, was wollte ich sagen? Dass die Abmischung... Unsere Schamanin ist fort. Ich laufe wieder raus, um zu reden. Den Tod geschickt. Wie sollen wir jetzt noch Hoffnung? Klappe, komm ja gleich rein. Also was ich sagen wollte, wenn diese Folge die Abmischung zwischen meiner Stimme und dem Spielsound nicht ganz so optimal ist, entschuldigt mir das bitte, denn es ist die erste Aufnahme und ich passe noch alles an. Und ja, es wird alles exquisit. So, jetzt können wir reinlaufen. Leute, ich bin wieder da. Ein zweites Mal. Ihr dürft mich jetzt auch ein zweites Mal begrüßen. Was hast du denn da an? Sieht ja hochstylisch aus, muss ich sagen. So. Die Banuk, dieses blaue Leuchten. Sieht ja mega cool aus hier. Da unten sollen wir hin, alles klar. Wir erforschen einfach mal das. Komm ich hier nicht. Ich komme hier natürlich durch. Hallo Open World, was ist denn los? Ist im Gange. Fast das gesamte Dorf geht in Richtung des Rauchs. Leute, was macht ihr da? Also ist auch überhaupt nicht verdächtig, dass ich hier in der Klippe stehe. Und die da unten. Ich müsste nur eine Feuerbombe werfen, die wären Geschichte. Aber egal. Oh, ich hab einen Fallschaden vergessen. Ach Gott, scheiße. Ja gut, heil dich mal wieder hoch, ey Leute. Dankeschön. Hi, bin die Neue. Gleich gibt's etwas Seltenes, Nora. Oh, das ist seltsam.
Lieferant für Bedarfsgüter. Meistens verbrennen die Banuk ihre Toten. Aber nicht heute. Weil man die Körper nicht bergen konnte. Ja, scheußliche Sache. All ihre besten Krieger. Fort. Also werden sie diesmal anders verabschiedet. Greift eure Trauer, meine Jäger, und tötet sie! Die unseren erfüllten das Schicksal, nach dem alle Banuk streben. Sie fielen mit ihren Speeren tief im Stahl. Ihr Kampf ist nun zu Ende. Ihr habt ihre Seelen in den blauen Himmel aufsteigen sehen und hinaus ins blaue Licht. Doch unser Kampf beginnt gerade erst. Bald werden wir wieder Jagd auf den Dämon machen, der die Maschinen gegen uns aufhetzt. Und so frage ich euch, tragt ihr den Mut unserer Gefallenen in euch? Werdet ihr kämpfen und sterben, wie sie es taten? Mein Mut, mein Speer! Blut in deinen Zähnen, Aratak! Wir sind Banuk. Unsere Feinde sind Beute. Ein Dämon, der die Maschinen aufhetzt. Maschinen, die ihre Stärksten getötet haben. Und was wollen sie tun? Wieder dort raufgehen. Narren. Ein kleiner Rat. Gratis. Aloy. Aloy. Ich bin seit zwei langen Wintern hier. Und ich verstehe die Banuk noch immer nicht. Dieser Krawall etwa, er begann mit dieser Schamanin, Uria. Sie erzählte über Stimmen und Dämonen oben auf dem Donnerkamm. Also marschiert ihr Verak nach oben und die Hälfte wird getötet. Von Maschinen. Als Uria verschwand, dachte ich, dass der Wahnsinn auch fort wäre. Doch nein. Der große Arata kommt, rüstet auf, um es nochmal zu wiederholen. Och Gott, was war das denn gerade für ein episches Einspielen dieses Abenteuer? Aber Leute, dieses Gespräch, was wir gerade vor uns sehen, werden wir uns in der nächsten Folge geben. Ja. Ich bin mega gehypt und ich hoffe natürlich, ihr werdet mich auch auf diesem Abenteuer begleiten. Schreibt mir gerne eure Meinung und alles, alle eure Gedanken unten in die Kommentare, wisst, wie das läuft. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Horizon Zero Dawn wieder. Och, wie lange ich diesen Satz nicht mehr gesagt habe, das ist Nostalgie. Ja Leute, Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute, ciao.